Hallo zusammen und willkommen zurück zu Besiedler 2 Gold Edition. Ja, das dritte Kapitel steht an, der Engpass. Let's go! Und wieder ist der Ton zu laut. 17. Tag im dritten Monat des dritten Jahres. Inzwischen haben wir eine gewisse Routine im Aufbau einer lebensfähigen Siedlung entwickelt. Es sollte eigentlich alles wie am Schnürchen klappen. Wir sind wieder auf einen Schiffbrüchigen getroffen. Er warnt uns vor aggressiven nubischen Stämmen im Osten der Insel. Dort gibt es ein Gebirge, in dem man angeblich großen Mengen Gold finden kann. Von einem Tor wusste der Mann allerdings nichts. Er kennt aber auch nur einen kleinen Teil der Insel. Also wo genau ist das Gold? Östlich hat er gesagt. Also irgendwo dort. Da hinten. Na dann mache ich gleich mal den Ton wieder leiser. Jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte. Also darf ich auch nicht ins Hauptmenü. Frechheit. Mach das mal so. Das ist das Zwitschern dann ein bisschen zu penetrant für dich. Gut. Weiter im Takt. Also, wir brauchen Stein und ganz viel Holz. Diesmal bauen wir ein bisschen mehr an. Und ein Förster, Holzfäller, Holzfäller. So. Dann machen wir... Nein. Kriege ich den hin? Hierhin möchte ich. Und zwar Sägewerk. Sägewerk. Das lassen wir so, dann können wir nämlich hier rumbauen. Warte, du kommst auch weg. Mit da und da durch. Steinbruch. Steinbruch. Dann geht das darüber. Weiß ich, ob wir da genug nahe ran sind beim Wasser. Kann hier nämlich schon mal die Fischerhütte hin. Und hier bauen wir gleich mal eine Wachstube. So. Drücken wir V, damit es ein bisschen schneller läuft. Mäh. Ich frage mich, was hier unten ist. Oder ich, hier nochmal einen Förster und hier nochmal einen Holzfäller. Brauche ich sonst noch gerade was? Ich baue mal in diese Richtung. Die scheint auch ein Bergwerk zu sein. Also, Berg. Rohstoffe. Mal kurz warten. Nehmen wir hin. Ein Offizier haben wir. Das heißt jetzt eigentlich auch, die Gegner werden jetzt auch Gold haben. Somit werden auch seine Soldaten stärker sein als sonst. Gewohnt. Wenn dies hier alles weg ist, dann können wir hier auch Bauernhöfe hinstellen. Das ist hier unten. Eigentlich könnte man hier locker einen Bauernhof schon mal hinbauen. Hier vielleicht schon mal einen Brunnen. Hier eine Mühle. Und da vielleicht die Bäckerei. Die Nahrung haben wir denn schon?
Ah, geht so, hä? Steine sind fertig, Steinmetze. Fertig, dann können die ersten Soldaten mal rauskommen. Aber wir haben jetzt auch eine richtige Festung hier. Wird das schon in der zweitletzten Folge auch? Glaube nicht, da war es noch ein Zelt. Ist so ein hoher. Da schon Feinde? Hoffe mal nicht. Gut. Perfekt. So, dann mache ich hier in der Wachstube hin. Hier gleich mal einen Bauernhof. Und hier kommt noch mal. Nicht, dass da hinten Feinde kommen. Wenn wir das auf der Karte sehen. Ah, Osten ist ja in dieser Seite. Da ist ja Westen. Mist. Habe ich noch so eine hin. Hilfe. Nicht, dass ich da. Ich warte, bis wir das Gebiet haben. Dann können wir schauen wegen dem Geologen. Haben wir schon Esel eigentlich? Esel, 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 Esel. Null. Schade. Bäume hier könnten eigentlich weg. Turm hin, das erweitert es dann automatisch bis hin hier raus. Mach mal hier einen Holzfäller. Hier schicke ich mal Geologen hin. Kann man dann fischen? Falls die zwei First nicht hinterherkommen, für die drei Holzfälle müssen wir dann halt einen bauen. Ist doch nicht Wasser, ich will wissen, was hier ist. Kohle. Brauerei auch nicht vergessen wieder. Können wir dann sonst irgendwie hier oben bauen, die Brauerei? Das ist sicher Eisen, wenn da so viel Kohle ist. Soldat kommt. Ist wahrscheinlich auch gleich. Dann schicke ich da mal Geologen raus. 1A. Jetzt sind wir mal eine Fahne. Dann könnt
die da oben mal hinlaufen und ein bisschen mehr forschen. Dann soll ich hier ein Ding bauen, ein Wachtor gleich. Hoppla. Münzen reinstopfst, dann schick auch die Soldaten raus, mein Junge. Ist wichtig. Kommen da keine? Ah, jetzt. Wäre schade für die Münze. Münz. Kohle. Kohle. Und hier Kohle. Ich kann noch eine Fahne hin. Und hier kommt ein Fischer. Stau! Ah, so wenig Platz. Ich glaube, sind jetzt alle zurück. Dann schicken wir sie nochmal. Drei. Die kommen. Mache ich hier den Schmied, hier oben die Eisenschmelze. Nochmal Platz, dann können wir da noch das andere bauen. Gut, hier haben wir Eisen. Granit. Jetzt haben wir nicht viel Eisen, aber wir holen es jetzt trotzdem mal raus. So. Wenn wir hier weiter oben anschauen. Und wir müssen schauen, dass wir möglichst schnell zum Gold kommen. Gefunden, Eisen von Granit gefunden, Eisen von was gefunden. Die Zeltbörse jetzt. Bla bla bla. Hier nochmal eine Wachstube hin. Schon besser aus. Die Münzen sind alle draußen. Kann ich ja die Soldaten wieder zurückziehen. Ach komm, zwei sollten eigentlich reichen für eine Schmelze. Ich hoffe, sie dann die mit Futter voll, was uns dann wieder verloren geht, wenn sie leer werden. Ich brauche hier oben nochmal einen Holzfäller. Ich soll hier mal ein bisschen aufräumen. Arbeitet.
Schick mal die Jolle dahin. Ich will wissen, was hier ist. Ich habe mir so eine Abschätzung, ab wann ich das Lagerhaus baue. Eigentlich wäre es hier oben nicht schlecht, damit wir dann hier gleich einen Knotenpunkt haben, weil da die Schmelze ist und so weiter. Zeichnet. Jo, Militärgebäude besetzt und Kohle gefunden. Ich glaube, ich baue hier nochmal einen Wachturm. Und verknüpfen wir hier mit. Da und da. Das Holztier weg. Dann bauen wir hier gleich nochmal einen Bauernhof. Diesmal soll da nichts dran fehlen, dass wir zu wenig haben. Da hinten ein Steinbruch. Den verbinden wir hiermit. Lasse ich frei für die Felder. Hier kommt der Wachturm. Gefunden. Schön. Können wir nochmal gleich die Geologen hinschicken? Aber hinten haben wir auch nochmal Kohle. Es ist doof, wenn ich hier oben dann die Schlossereien bauen. Alle draußen oder ist noch einer drin? Ne, Gelehrte sind alle weg. Ja, bitte. Alle 15 Minuten, bitte. So. Immerhin werden wir ja benachrichtigt, Gott sei Dank. Allem etwas genug. Hier haben wir dann nochmal Stein. Das ist eher hier. Wird auch ein bisschen zum Wasser kommen. Dann können wir hier einen Steinbruch bauen. Hier dann gleich nochmal einen Fischer. Unbedingt Gold finden. Gold ist das A und O. Oh, der räumt hier auch schön auf. Bauen wir später ab, falls uns wirklich der komplette Stein ausgeht. Ist noch in der Reichweite, sehr schön. Mhm. Nur Eisen zu sein. Thank you.
Dann überlege ich noch vor, ob ich schon mal die Münzenprägerei bauen soll. Wir haben Kohle. Hinten auch. Stämme haben sie eigentlich genug. Aber trotzdem. Ne, da kann ich keine mehr hinbauen. Dann bräuchten wir langsam aber auch eine Eselszucht. In 20 Wasser. Die Eselszucht können wir jetzt irgendwie da oben bauen, wo wir dann auch ein Lager haben. Platz kriegen wir dann auch hier sehr wahrscheinlich über. Eisen hier. Verschaffe Häuslibau. Hier Gold. Wenn wir die Münzenpräge alles hier dann gleich aufbauen. Da müsste einfach noch Kohle da sein. Dann wäre alles schön beisammen. Schwierig, schwierig. Wie viele Soldaten über haben wir eigentlich noch? 21. Im Einfachen. Hat der Gold? Das schauen wir mal gleich nach. Das sind zwei Computergegner. Aber die sind auch untereinander verfeindet, sehe ich das richtig? Feind. Okay. Der Rote war ziemlich schnell ab. Wir hatten von Anfang an schon ein bisschen was geholt. Oh je, meine. Kann ich auch kein Ding hinbauen. Na dann, hier der Steinbruch. Fische geht dahin, dann mache ich hier noch eine Fischerhütte. Warte mal. Das anders setzen. Das reißen wir kurz ab. Und so rüber. Hier den Holzfäller. Dann schleichen wir uns hier unten durch. Okay, dann muss das Goldfass hier sein. Ich glaube, wie viele Soldaten das kommen. Nur einer. Hier oben ist auch besetzt. Ich glaube davon aus, dass hier Wasser kommt. Dann mache ich hier mal nur eine Baracke hin. Ich möchte wissen,
nochmal merzen. Dass alles noch hervorkommt. Auch nochmal ein Holzfäller. Sehr schön. Gut. Dahin. Raus mit euch. Klugscheißer. Auch hier nochmal ein Holzfäller. Baum ist immer noch nicht weg. Ey, Förster, mach deine Arbeit. Ich erkehre es jetzt mal und mache die Münzenpräge hier. Und hier oben mache ich gleich ein Lager hin. Baum und dann können wir vielleicht hier die ein oder andere Bauernhof nochmal hinbauen. Ja, bitte. Gold gefunden. Sehr schön. Kohle gefunden. Gesetzt, besetzt, besetzt. Aber nicht eine Menge. Aber hier hat es Kohle. Das ist schon mal sehr gut. Ich muss auch noch ein bisschen in die andere Richtung, Jungs. Ich noch einen mehr hin. Falls wir noch einen über haben. Nope. Eselzucht, genau, brauchen wir unbedingt Esel. So. Kriegt auch gleich einen Brunnen über. Wo ist er? Hier. Bleibt der Stein nämlich hier. Brauerei, haben die jetzt gebaut oder nicht? Das kannst du doch auch irgendwo sehen. Brauerei. Sieht die aus? Da. Null. So haben wir sehr wahrscheinlich noch keine. Kann immer noch arbeiten, die Sau. Bauen wir meistens sehr wahrscheinlich auch irgendwo hier oben, weil hier viele Bauernhöfe sind. Da tauchen dann auch noch mal ein paar auf. Weg, da kann ich einreißen. Bisschen Kohle. Ja, wir müssen mehr nach hinten hier. Baue ich hier rein. Lohnt sich am besten. Da rüber kommen. Hier ist eine große Ader. Da geht auch nochmal ein Kohleteil hin. Tut er zumindest. Sieht waffentechnisch aus. 2, 3. Also wir können eigentlich ausbilden. Barpier haben wir auch noch, habe ich gerade gesehen. Keine weiteren Steinbestände. Sehr schön. Militärgebäude besetzt. Eisen gefunden. Kein Brief. Und der mal weg. Bauen wir vielleicht hier irgendwo noch eine Schweinezucht hin? Jetzt ein Weizenanlager. Ich sage hier Schweinezucht, hier die Schlachterei.
Stimmt, das Katapult haben wir ja auch noch wieder bekommen. Ah, Fleischerei. Kann ich noch nicht nach unten verbinden. Eselzucht. Dann reißen wir ab, da keine Bäume mehr. Was soll ich denn hier hinbauen? Bin ich direkt verbunden damit. Ich glaube, hier muss ich nicht weiter rüber. Ich hätte hier eigentlich auch einen Wachturm hinbauen können. Ich gehe gerade in der Festung, einfach das zweitgrößte. Warte mal, ich will wissen, was jetzt wohl. Wenn er jetzt gleich, wenn er da reingeht. Sehr schön. Holen wir uns das Teil da hinten noch. Bauen hier auch wieder eine Fischerhütte hin. Und hier natürlich Bauernhof. Und hier nochmal ein Holzfäller. Uhu. Okay, es wird gebraucht. Ich weiß aber, dass der hier gemeint ist. Weg. Steinbruch, der da unten. Militärgebäude besetzt. Reißen wir das mal kurz ein. Oh Gott, das geht doch auch schöner. Ah, sieht doch schon ein bisschen besser aus. Hm. Die sind nicht mehr hier, ha? Schade. Schicke ich die nochmal raus hier. Deine werde ich sie wahrscheinlich hier oben nochmal brauchen. Also, das ist Auftrag Lagerhaus. Größeres kann ich hier gerade nicht bauen. Müssen warten, bis der Holzfäller da die Bäume wegmacht. Fahne setzen. Ja, da liegen doch Stämme, wieso transportiert er die nicht ab? Uhu. Ja, bitte, Eisen gefunden. Sehr schön. Kohle, Kohle. Zeig mal her. Eisenwerk. Weg rüber. Ja, nur wenig Eisen. Schade. Reißen wir mal ein. Jetzt ist wahrscheinlich nach Hause, oder? Wird danach auch. Ich zieh das mal gerade rüber. Ja. Gerade ist anders. Ne, der klopft noch ein bisschen rum.
Kohle haben wir dann Massen. Hier war Granit, dann kam nochmal Kohle. Muss hier irgendwo noch was sein. Wir kommen hinten und vorne nicht mehr hinterher. So. Auch nochmal vernetzen. Da wieder auch. Gut, das wird schon mal ordentlich gefüllt. Sieht es eigentlich mit der Armee aus? Ein bisschen gewachsen hat der Rote da, ist ziemlich dominant. Aktuell. Ich glaube, es ist auch der, der am meisten Gold hat. Müssen wohl ein bisschen warten. Lager muss unbedingt fertig werden, dass die Stämme da reingehen. Schon überlegt, hier vielleicht ein Sägewerkchen zu bauen. So, dann auch wieder einen Bauauftrag mehr. Ein längerer Weg, aber ich denke, der Arbeitsweg ist, Laufweg ist immer noch kürzer. Mal schön die Grenze beobachten. Mit dem Tragen nicht hinterher. Was ist eigentlich mit unserer Eselzucht? Ja. Immerhin das läuft. Halbwegs. Warte mal. Oh. Sieht schon besser aus. So, hier fangen wir mal die Last ab. Auf das Lagerhaus. Müssen die Stämme nicht unbedingt sofort nach unten. Guck dir das an hier. Wichtig ist dann auch, dass wir genug Steinanlager haben für die Katapulte. Schauen, ob er der direkt nicht zum Schlechter bringt. Sehr schön. Dann braucht er eigentlich auch nochmal eine Farm hier eigentlich. Das ist alles so uneben. Für die Lüfter auch. Ah ja, kommt noch ein Erz raus. Sehr schön. Der Holzfäller. Brot haben wir eigentlich an Massen, weil wir so früh angefangen haben zu produzieren.
Ah. Sehr schön, dann kommen wir da wieder rüber. Warte, ich schicke da nochmal ein paar Geolevin hin. Will eigentlich schon die gute Adern anzapfen. Und da es hier schon ziemlich stark nach Osten geht, möchte ich da sich eine Festung hinbauen. Sägewerk. Wie Weizen haben wir hier? Null. Okay. Ach, guck an. Ich würde eigentlich auch hier nochmal ein Lagerhaus hinbauen. Ah, guck. Hat sich aufgelöst. Wenig Wasser, das gibt's doch nicht. Lohnt es sich hier einen Brunnen zu bauen? Ist der Läufer hier nicht verantwortlich für das Wasser nicht drin? Na toll, ich kann es nicht verbinden. Oben, sehr schön. Kohle gefunden, Gold gefunden, Lager ist fertig. Bis dahin, Jungs. Wieder nochmal die Fischerhütte. Lop. Die laufen einfach überall hin, wo sie nicht hin sollten. Ich glaube, das eine sollten wir ja noch überhaben. Nein. Die wird auch gebaut. Wie sieht es hier langsam aus? Kriege ich da irgendwie eine größere Burg hin oder sowas? Nicht wirklich. Haben wir eine Ader? Ja, auch. Na, sehr gut. Gold. Genau hier. Gleich hier nochmal. Aber hin zeigen wir uns hin. Das ist nur wenig schade. Oder hier ist auch nicht schlecht. Ich zumindest noch zwei bauen kann. Gut, ich gleich sein. Mich will ich mal hinbauen. Menno. So eine geht hier hin. Die andere da. Soll ich noch einen Weg hier rüber? Ne, das ist daneben, ne? Nicht getroffen. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Gut, das löschen wir. Bevor da noch Futter reinkommt, nehmen wir, und das daneben ist noch verbraucht. Ist hier noch Kohle? Hier nochmal ein Kohlewerk. Was haben wir hier? Thank you.
Kohlewerk hinbauen. Schön. Was sagt der Platz? Ich weiß nicht, ob ich da eine kleine hinbauen soll. Wieder eine Wachstube. Aber ehrlich möchte ich mindestens so eine bauen. Weil sonst scheinst du ja hier oben eigentlich safe, was das angeht. Ja, die müssen irgendwie hier sein. Und wir müssen 100% durch beide durchprügeln. Das Blubbern. Ist das Brauerei? Haben die jetzt gebaut? Ich hab's schon wieder vergessen. Ist echt schlimm mit mir aktuell. Gebäude hier. Ist die Münzenträger 1 von 0? 3 von 0. Das will nicht. Was ist das da für Gebäude? Holzfäller. In der Gebäudestatistik haben Sie Einblick in den Bestand aller Gebäude. Die erste Zahl gibt die Anzahl dieses Gebäudes an. Die zweite an die Art, wo wir im Bau sind. Okay. Ne, haben wir immer noch nicht gebaut. Weil wir hier ein Lager haben, lohnt es sich eigentlich was hier zu bauen. Komm, ich baue das jetzt da hinten. Sonst kommen wir nie dazu. Brauerei. Ja. Rüber. Du kriegst ein persönlicher Brunnen über. Bergwerk verbraucht. Nein, kein Fisch rein! Oh, du Idiot. Ich kann noch ein paar Geologen raus. Oh, hier hinten haben wir Gold. Wuhu! Aber einen langen Weg bis nach hier rüber. Dahin. So. Gold, 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 Gold. Müsste fast den ganzen Berg hier noch einnehmen. Habe ich hier noch eine Baracke? Nee, nicht einreißen. Weg. Weg. Geht. Und ein Bärchen. Reiße ich das hier mal sicher ein. Hier mal Gold und da mal Gold. Hier eigentlich den Weg dann durchbauen. Da ist das Schwein ja weg. Dann bauen wir mal kurz. Geht das nicht? Da hoch. So. Immerhin reichlich Gold. Was kam hier nochmal? Nochmal Kohle, ja? Nach dem Granit. Ja. Das war hier, das ist klar. Lager ist fertig. Gold gefunden. Das ist hier hinten. Gut. Ja, es floriert langsam. Wir haben, glaube ich, mehr oder weniger das Wichtigste gebaut. Und ich denke, in der nächsten Folge werden wir den ersten Kontakt haben wieder mit den Eingeborenen. Sind es ja zwei Stämme statt nur ein. Aber die sind untereinander verfeindet. Kann auch Vorteil sein für uns. Ja, das werden wir sehen. Damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.